Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei dem Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute mit dem Yogi, dem Dan und der Michael ist wieder da. Der Michael ist wieder da. Daran sieht man nämlich, dass wir der YouTube-Channel von Blockspiele sind, denn unser Chefredakteur, der Micha von Blockspiele, ist heute mit dabei. Denn es ist ein Jahr rum. 2021 liegt hinter uns. Hey. Ja, viele würden sagen, zum Glück liegt erneut so ein verrücktes Pandemiejahr hinter uns. Viele Spielerunden und viele Spieletreffs konnten nicht stattfinden, aber trotzdem gab es Highlights und viele tolle Spiele, die dieses Jahr gespielt worden sind. Oder dieses Jahr sage ich schon, letztes Jahr natürlich, in 2021. Um den Yogi mal kurz zu ergänzen, wir erscheinen ja jetzt am ersten Donnerstag im neuen Jahr. Da wir bis jetzt nicht absehen können, was bis dahin passiert, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten gedreht, dieses Video. Also wundert euch nicht, wenn wir auf einmal im neuen Jahr eigentlich nicht zu dritt hier sitzen dürften. Wo wir es gedreht haben, durften wir noch zu dritt hier sitzen. Das ist richtig. Also wir halten uns natürlich an alle Regeln, wir sind alle 2G und so. Also von da aus, wir dürfen uns hier müssen uns hier auf die Pelle. Zum ersten Donnerstag stehen die Regeln ja auch schon fest, da dürfen wir es noch. Ich weiß nicht, ob das aber auch für das neue Jahr schon gilt. Ja, bis zum 7. Januar gelten die, glaube ich. Insofern, okay. Da sollten wir noch in der Zeit sein und 3 ist weniger als 10. So, und wir haben uns jetzt überlegt, wie sich das zu so einem Start von so einem neuen Jahr gehört. Wir machen natürlich auch unsere Highlights und es wird quasi eine Top 10 mit 3 Leuten, jeder 10. Nee, wir wollen euch jetzt hier nicht 4,5 Stunden beschäftigen, indem wir jetzt hier jeder 10 Spiele in die Kamera halten, sondern wir teilen uns die Top 10 einfach auf. Jetzt fragt ihr natürlich, durch Top 10 durch 3, kann der kein Mathe? Nee, wir machen das anders, oder? Ja, aber das seht ihr am Ende. Bitte was? Ich sag das mal so, wer die Bretterwisser hört, könnte eine Idee haben, so ein bisschen, wie es funktioniert. Genau. Wir haben uns das aufgeteilt und es ist ja so. Schöner Gruß und Grüße gehen raus an die Bretterwisser. Ja, schöne Grüße, genau. Ja, ich würde sagen, da wir euch eben nicht 4 Stunden lang aufhalten wollen, fangen wir einfach an. Der Gast muss anfangen. Muss, darf anfangen. Ob das ein Darf ist. Mit seinem, ja, ist das schon ein Dürfen. Mit seinem ersten Highlight des letzten Jahres. Ich greife einfach mal rüber. Ja, bitte, greif mal vor mich. Wobei, wir waren ja gerade schon bei den Bretterwissern und hier, mein Highlight ist, oder eins von meinen 3 Highlights ist, Flippermania, und das ist ja in Deutschland bei Frosted Games erschienen, und da hat ja der Matthias seine Finger mit im Spiel. Der war ja vorher bei den Bretterwissern. Ja, ja. Können wir so ein bisschen die Schleife drum bauen. Und ja, es ist ein Roll-and-Write-Spiel, und ja, es kam spät im Jahr, aber tatsächlich ist es so, ja, es wird gerade bei mir, weil man es auch solo spielen kann, auch zu Hause quasi in jeder Mittagspause gespielt. Man spielt bei Flippermania Flipper, das fängt das Spiel erstaunlich gut an. Man hat vor sich seinen eigenen Flippertisch liegen, würfelt dann, wohin die Kugel sich auf dem Flippertisch bewegt. Das darf sie wie auf dem Flippertisch auch nur von oben nach unten, bis man halt unten bei den Flipperarmen angekommen ist. Dann darf man sie wieder hochschießen. Und ja, wie gesagt, das fängt das Flippergefühl so großartig ein, ohne dass man zu Hause einen Flipperautomaten stehen hat oder irgendwie die Konsole anschmeißen muss, um elektronisch Flipper spielen zu können. Deswegen Flippermania. Oder vielleicht hat ja sogar einer Flipper zu Hause stehen. Das mag sein. Richtig geil. Meine erste Wahl für meine Top 3 2021. Ja, mega geiles Spiel. Ne? Ist ja wirklich rausgekommen. Wir haben das ja auch schon mal zusammen gespielt. Und, ja, zu dritt hier. Zu dritt hier geflippert. Und dann stehen da so Werte von so bis zu 600 oder 900 Punkten. Genau, ja. Und ich denke mir so, das ist wie bei mir im wahren Leben, wenn ich Flipper spiele, das dauert nicht lang. Ne? Die Kugel ist weg. Ich war schon bei Kugel 2, da haben die anderen noch 3 Slots frei gehabt. Das ist ein Würfelspiel, aber ich würfel ja nicht alles selbst. Da ist der Euro im Flipper in einer Minute weggezockt. Bei mir war der wirklich weggezockt. Aber was spannend ist, würfelst du beim normalen Flipper dann auch? Oder wie läuft ja, nee, also da schaffe ich es irgendwie, ich weiß nicht wie, aber kennt ihr das ja, wenn so eine Kugel so schnurgerade unten kommt. Ich weiß nicht, wie das bei mir klappt, aber wenn ich Flipper, ist das immer. Der hat halt Reaktion wie ein Wandschrank. Naja, das würde ich nicht sagen, aber es war schon krass. Ich war schon bei Kugel 2, die anderen waren ja noch am Rumwursten mit ihrer ersten Kugel, und ich frage mich ernsthaft, wie man da 900 Punkte machen soll. Also das ist echt, das halte ich für... Wir werden es rausfinden. Ja, also ich habe es noch nicht rausgefunden. Also mein erstes Ergebnis war so 175, und damit fühlte ich mich schon ganz gut. Ja, warst du Zweiter.
Ja, wie gesagt, damit fühle ich mich ganz gut. Und vor allen Dingen, ich war Zweiter, obwohl ich als erstes bei der Zeit cool war. Ich möchte es ja mal sagen. Ja, ich habe es verkackt. Aber geiles Teil, auf jeden Fall. Mal was ein völliges anderes Roll and Ride. Definitiv. Ja, auf jeden Fall krass. Ja, cooler Pick, auf jeden Fall. Wer sollte als nächstes? Sollte ich oder möchtest du denn? Kann auch. Gerne. Ja, ich fange an mit einem Highlight, was ich gar nicht physisch präsentiere. Deswegen zauber ich es euch rein. Wie habe ich das nur gemacht? Es sind die magischen Briefe von Homunculus Verlag. Ja, wer den Homunculus Verlag nicht kennt, das ist ein Verlag, der sich spezialisiert hat auf so ja, Briefspiele. Hat angefangen mit diesen Crime Letters Disturbia, falls ihr den Namen schon mal gehört habt, wo man in der fiktiven Stadt Disturbia halt jede Woche einen Brief geschickt bekommt, wo man Rätsel lösen muss. Das Ganze haben sie dann in einem Fantasy-Magie-Setting als magische Briefe jetzt auch rausgebracht, was seit einem knappen halben Jahr jetzt läuft. Man muss dazu sagen, ihr könnt jederzeit da einsteigen, also ihr könnt ein Abo, was jederzeit wieder abgewählt werden kann, abschließen, bekommt dann Monat für Monat immer jede Woche einen Brief zugeschickt. Und ja, dieses magische Briefe, ich habe es meiner Frau damals zum Hochzeitstag geschenkt. Wir haben es zusammen gerätselt, normalerweise ist es für eine Person, aber man kann super auch zu zweit rätseln. Und das fängt für mich so unfassbar dieses geile Gefühl von einem Harry Potter Setting ein, ohne ein Harry Potter Lizenzprodukt zu sein. Aber dieses vor sich hin studieren, dabei diese magische Welt zu entdecken, ist einfach unfassbar gut umgesetzt. Ein netter Schwierigkeitsgrad an Rätseln, ohne zu schwer oder zu leicht zu sein. Wer drauf steht, kann dann auch das Ganze nochmal durch ja, ein gewisses Rollenspiel abrunden, indem er auf einem entsprechenden Discord-Server sich betätigt. Da gibt es dann die große Halle und den Flur und was weiß ich, die Klassenzimmer, wo man sich unterhalten kann etc., wo man sich auch von anderen Mitkommilitonen, denn es ist ein Studium, Tipps holen kann. Und was ich total geil fand, es gab in dem ersten Semester, bis jetzt ist es leider für das neue Semester noch nicht bestätigt, aber in dem ersten Semester gab es ein Zauberspruchbüchlein, was man dazu erwerben konnte, wo man die Sprüche, die man Monat für Monat erlebt hat, als transparenten Sticker reinkleben konnte und damit ein super Andenken auch hat und dieses Zauberspruchbüchlein für sich bewahren kann. Cool. Ja. Kenne ich gar nicht, ehrlicherweise. Also du hast das mal von erzählt, aber kenne ich gar nicht. Sag mal, du hast gesagt, da kann man jederzeit einsteigen. Ja. Startet man dann, also du hast ja gesagt, startet so quasi immer mit Brief 1. Brief 1, erstes Semester. Ah, okay. Das ist genau meine Frage gewesen. Ja, genau. Das interessierte mich jetzt. Sobald du einsteigst, du kannst jeden Monat einsteigen und wenn du einsteigst, kriegst du den ersten Brief aus dem ersten Semester. Genau, das heißt, die Story beginnt bei dir. Genau. Allerdings, cool. Du steigst halt immer zum Monatsanfang ein. Ne? Also wenn du jetzt innerhalb des Monats irgendwann das Abo abschließt, kriegst du am Monatsanfang des nächsten Monats kriegst du den ersten Brief. Das wird buchhalterische und Aufwand Gründe haben. Aufwand, sag mal, weil die haben halt gewisse Versanddaten genau, quasi. Genau, willst ja nicht jeden Tag zur Post laufen. Also, liebe Frau vom Dan, mal kurz weghören. Wo liegt man da so? Was muss man da so investieren? Im Monat knapp 23 Euro. Ah, okay. Na, für das normale Abo, ich weiß nicht, ob du auch weiterhin das Semesterticket buchen kannst. Ich habe es damals über die erste Unterstützerkampagne gemacht, da konnte man direkt den ganzen Monat, das ganze Semester buchen und da war es dann ein bisschen vergünstigt. Kann sein. Also wieder ein Kickstarter, ist ja wieder Opfer gewesen eigentlich. Gut, dann macht ja nichts. Ich sag mal so, aber das kann ich auch im wahren Leben haben. Ne? Wenn ich zum Briefkasten gehe, ist das nämlich auch, wenn da Post drin ist, immer dann kostet nämlich auch meistens Geld, weil in der Rechnung drin ist. Und das Rätsel ist immer, wie bezahlt die Scheiße. Also von da aus gesehen, das habe ich auch im wahren Leben. Aber nein, den Spaß beiseite, aber das ist natürlich mega, schon eine mega coole Sinn. Sache. Also das habe ich tatsächlich auch noch nicht so richtig im Schirm gemacht. Du sagtest ja mit den Crime-Lettern angefangen. Hm? Ich glaube, das stimmt nicht ganz, oder? Eigentlich haben die doch auch vorher noch Disturbia ja, die haben, Spiel gemacht. Stimmt, oder? Die haben die ist Escape, der Verlag, ja, oder? Ja, gut. Aber also was die Letter angeht, haben sie mit den Crime-Lettern ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob das dann auch der gleiche Verlag war. Ja. Aber die haben die Disturbia so Escape Games vorher noch gemacht, das stimmt. Na, und es gab jetzt auch einen Adventskalender zu Disturbia, ne, wo man jeden Tag im Advent einen Brief geöffnet hat.
so ein Rätsel. Ja, stark, klingt geil. Ja. Auf jeden Fall, mega. Yogi. Ja, yes, jetzt hab ich auch. Juhu. Also, ich springe auf den Hype-Train auf, ehrlicherweise, denn eins meiner Highlights dieses Jahres ist Dune Imperium. Das Spiel ist wirklich, gehört für mich einfach zu den super Highlights des Jahres aus verschiedensten Gründen. Natürlich, klar, die Marke Dune, das Franchise Dune, ich habe den Roman von dem Harris gelesen, was tatsächlich, muss man sich manchmal schon ein bisschen durchquälen, muss man tatsächlich sagen, okay, alle Fans müssen verzeihen, ich fand den Roman gut, ja, aber es ist trotzdem, man merkt halt schon, dass der irgendwie aus den Anfang 70ern, Ende 60er Jahren ist. Und natürlich, der Kinofilm ist sensationell, ne? Aber ich habe das Spiel tatsächlich, wer den Kinofilm gesehen hat, wird dann noch mehr Spaß dran haben. Aber man wird schon in die Welt von Dune reinversetzt. Vor allen Dingen, viele haben ja kritisiert, dass das Spiel sehr eintönig braunlastig ist. Aber ganz ehrlich, die Welt ist da so. Ne? Das haben die gut eingefangen. Es ist hier ein hartes Ressourcenmanagement, ein Deckbuilder und ein Worker Placement irgendwie in einem, der, also es wird ja alles vereint und am Ende muss man dann tatsächlich auch noch gucken, dass man genug Militär hat, weil man gegeneinander spielt und den anderen dann in Schlachten oder in Kämpfen besiegt oder möglichst als Sieger herausgeht, damit man halt Siegpunkte bekommt, denn am Ende gewinnt der, der die meisten Siegpunkte hat. Aber man braucht nur 10, um das Spielende zu triggern. Und dann sieht man schon, wenn man nur 10 Siegpunkte braucht, so einfach ist es gar nicht, daran zu kommen. So, und man nimmt sich hier schon ordentlich auch mit seinen Workern die Orte weg, wo man hin möchte. Ne? Man muss für gewisse Orte Ressourcen haben. Also man hat sehr viele Baustellen. Ne? Und jeder hat halt auch einen Startcharakter, mit dem er startet. Die sind auch unterschiedlich schwer. Das Schöne ist, das Spiel gibt einem hier einen vor. Man kann hier mit so 2-3 Anfängercharakteren beginnen, die dann einfachere Fähigkeiten haben. Aber dadurch hat jeder so eine eigene Fähigkeit, die halt auch durch Karten in seinem Deck getriggert werden kann. Ja, also Dune Imperium, ne, wer Bock hat auf dieses schöne Konglomerat aus verschiedensten Mechaniken, das Dune-Universum auch noch zu schätzen weiß, der ist hier mega richtig und ich finde, es ist einfach geil, macht Laune, ist eine klare Empfehlung. Was mir halt super gut gefallen hat, ist, du hast zwar dieses Deckbuilding, aber du brauchst das Deckbuilding nicht, um das Spiel zu gewinnen. Es gibt so viele andere Wege, um das Spiel zu gewinnen. Ja, das stimmt. Ja, also das ist zwar ein super tolles Kernelement und es hilft halt auch wirklich, wenn man sich über das Deckbuilding ein bisschen Kombos bauen kann und seine Fähigkeiten dadurch verstärken. Aber wir haben es gehabt in einer Spielgruppe, da ist einer eigentlich nur auf Karten gegangen und hat sich sehr auf das Deckbuilding fokussiert. Und zwischendrin hatten wir das Gefühl, dass er damit gewinnt. Und hinten raus hat sich aber ergeben, dass wenn man andere Taktiken fährt, ich hatte zum Beispiel ein sehr kleines Deck, habe es aber geschafft, die Karten dadurch durch bestimmte Synergien oft wieder auf den Tisch zu kriegen. Mir wurde am Anfang gesagt, das passiert gar nicht so oft, aber irgendwie habe ich es geschafft, super viel durchzurotieren und konnte dadurch an anderen Stellen halt sehr viele Punkte sammeln oder halt mich stärken für die Kämpfe und alles. Und das fand ich halt sehr schön, dass man nicht das Gefühl hat, es gibt diesen einen Mechanismus, der den Sieg ausmacht, sondern dass man durchaus unterschiedliche Strategien fahren kann. Und ist tatsächlich so. Am Ende läuft halt vieles wirklich auf diese Kämpfe am Ende der Runde heraus. Die entscheiden selbst am Ende, da ist es nicht zwingend, sie unbedingt zu gewinnen. Nein. Kann es auch durchaus sinnvoll sein, mal bewusst Zweiter zu werden, um die Vorteile mitzunehmen, zum Beispiel. Was sagt ihr zu dem viel gesagten Kritikpunkt, dass die Intrigenkarten so unbalanced wären? Ja und nein. Ne? Also ich finde, das macht gerade so ein bisschen den Reiz aus, diese Intrigenkarten. Ne? Man darf sie nicht vernachlässigen, weil die Intrigenkarten schon in den Kämpfen natürlich sehr, sehr überraschend sehr viel mehr Stärke jemandem geben können. Ne? Andererseits, nicht jede Intrigenkarte gibt Stärke in den Kämpfen. Manche geben sogar Siegpunkte, was natürlich sehr, sehr wertvoll ist am Spielende, weil, wie gesagt, man braucht nur 10. Das ist sehr, sehr stark. Gibt es auch nur 2 oder 3 Mal die Karte mit Siegpunkten im Spiel. Also das ist schon, ich sehe das nicht so. Also ich finde, die Intrigenkarten sind einfach ein Teil dieses Spiels und wenn man sie vernachlässigt, ja, dann muss man halt gucken, ob man auf andere Art und Weise da an seine Punkte kommt. Ich finde aber auch, dass das Spiel da Mechanismen gibt, um die Intrigenkarten wieder ein bisschen zu relativieren. Zum einen gibt es ein Feld,
wo man, glaube ich, entweder abwerfen oder klauen darf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann sein, ja. Und zum anderen durch den Mechanismus, dass du in den Kämpfen zum Beispiel passen darfst, damit aber nicht aus dem Kampf raus bist. Ja? Das okay. heißt, wenn deine nachfolgenden Spieler noch was machen, bist du wieder dran. Ja, kannst du halt auch so ein bisschen ja, die Stärken und Schwächen deiner Intrigenkarten in der Situation halt nutzen. Also du bist nicht ja. gezwungen zu sagen, mit einem Mal, ich hau jetzt alles raus, weil ich nicht mehr dran komme. Du kannst halt auch taktisch spielen und passen und gucken, was passiert und solche Geschichten. Das ist echt. Ja, also das wurde, also ich meine, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei so Hype-Titeln. Es wurde ja sehr viel gehypt hier, das Spiel. Also es ist auch wirklich ein richtig gutes Spiel, sonst hätte es ja jetzt hier nicht hingehalten. Ob es den Hype wert ist, darüber mag man streiten, aber ich fand es einfach geil, vor allen Dingen bei diesem Deckbuilding, wo man kann die Karten zum typischen Deckbuilding kaufen, Auslagekarten kaufen, du brauchst sie aber auch, um deine Worker zu platzieren. Mhm. Du musst dir halt gut überlegen, für was du welche Karte einsetzen willst. Und das ist sehr taktisch, finde ich, und man muss halt sehr gut überlegen, das gefällt mir einfach, das ist einfach stark. Also, Dune Imperium, einer meiner Picks. Deswegen sind wir oben. Weg damit. Fertig gespielt. So, lieber Gast, Micha, was ist los? Ich muss schon wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hole ein Spiel raus. Das haben die Jungs hier gerade erst vor kurzem vorgestellt. Oh ja, geilo. Die 28. Ich sehe, wie der Jörg hier am liebsten hier schon wieder. Na, guck mal, er reibt sich dahin. Hör damit. Er reibt sich damit. Dann holen wir sie extra für na, den Jörg. Endlich. Die Glocke. Bading. Da muss jetzt auch mal so, dass man das noch sieht. Ne? Ja, hier so. Und man hört sie. Wie gesagt, eigentlich ist zu 28 im Video schon alles gesagt worden. Du musst jetzt sagen, warum du das meinst. Warum ist es mein Pick? Ja, es spielt sich super einfach. Ja, die Regeln sind schnell gelesen, die Regeln sind verständlich geschrieben. Man hat den Plan dann draußen liegen, dann sieht es fantastisch aus. Die Farbgebung ist toll. Und ja, man hat das ganze Spiel über das Gefühl, dass was passiert. Ja. Man hat echt Möglichkeiten, man kann sich gegenseitig ärgern und was ich halt schön finde. Was man auch machen kann, ja, den wegklingeln. Ding! Was ich halt schön finde, es macht halt auf dem Tisch was her. Du holst jetzt aber eine Gruppe dazu, die nicht irgendwie jede Woche die großen Kracher auf dem Tisch hat und Regeln lernen muss. Ja? Dann hast du ein Spiel auf dem Tisch, was wirklich optisch toll ist, was ein Regelwerk hat, was aber nicht überfordert, was aber die Spieltiefe mitbringt, damit es einfach Spaß macht. Ja, ja, das finde ich halt extrem wichtig bei einem Spiel. Gerade wenn ich meinen Eltern oder so spielen will, ich weiß, die spielen viel, die spielen gerne, aber wenn ich meinen Eltern ein Cooper Island oder so auf den Tisch bringen würde, dann würden die mir nach 10 Minuten sagen, so, ja, okay, können wir was anderes spielen? Das sieht zwar toll aus, aber ich verstehe nichts. Nee, so schlimm ist es Gott sei Dank nicht, aber wenn ich halt einen 28 hier auf den Tisch bringe, dann weiß ich, die Regeln sind verständlich, der Spielspaß ist da, man kann in dem Zug und in dem Spiel eigentlich auch gar nicht so viel verkehrt machen. Man versteht am Ende, warum man welche Punkte bekommen hat. Und das finde ich halt immer echt gut, wenn ein Spiel das macht. Und ja, die Geschichte kennt ihr ja, wie sie im Video erzählt haben, dass sie beiden hier auf der Messe keine Ahnung haben, warum ich zu Nebo Games zu diesem Spiel wollte. War so und geil, du siehst war ja, nicht so geil. Na, ihr wisst ja jetzt, warum. Es war so ein bisschen und, so, ja. Michael guckt sich das Spiel an, reibt sich das Kinn, 2 Minuten später drehen wir uns um, hat das Ding in der Tasche. Ja, mehr oder weniger war es genau so. Dieses Erlebnis generell an dem Tag, wie sich das aufbaute. Micha sagt, ich muss zum Mebo. Hä? Ja, ich brauche 28. Hä? Und dann packt das ein. Wir sitzen abends da, haben gedreht und denken danach, ja, was spielen wir jetzt noch? Ja, komm, wenn du so hier 28... Straßenbahn auf den Tisch. Ja, so angepriesen hast, lass mal auf den Tisch packen. Dann wirklich kurz Regeln gelernt, auf den Tisch gepackt. Und das kommt so super smooth daher und ist so charmant. Also ist wirklich cool. Und vor allen Dingen, cool. Was wirklich cool war, wir haben die Regeln mehr oder weniger on the fly gelernt. Ja, wir haben das Regelwerk aufgeschlagen und dann los aufgebaut, wie es da stand und losgelegt. Und das spricht schon echt für die sind komfortabel kurzen Regeln und einfach erklärt. Ja, also nicht, dass wir schwer von kapisch werden, aber das ging halt wirklich flott. Die sich ja nicht wie 12 Seiten anfühlen, weil da nee, ist wirklich viel Bilder, ne? Bilder, Beispiele, also das ist große Schrift. Super. Ja gut, das ist ja lernt auch fürs, das lernt sich halt wirklich schnell und es sind halt auch in der Erstpartie wenig Fragen dann aufgekommen dadurch. Mit einfachen Mitteln, ja, mit tollem Material, ein schönes Spielerlebnis. Definitiv. Ja. So, hier einmal darfst du noch klingeln, dann packen wir es wieder ein. Danke, das war 28. Ich sehe es hier nicht im Regal. Ich glaube, der Yogi hat Halligalli nicht. Ich glaube, der kriegt einfach... Junior, aber er kann nicht bis 5 zählen.
ich da Halligalli. Ah ja, komm, geht das Spiel her. Darfst du runterstellen. Wenn du ein bisschen schüttelst, klingelst dabei. Ein bisschen. Alles klar. Jetzt haben wir nochmal ordentlich und durcheinander gewirbelt. Bin ich schon wieder dran. Da ist er wieder dran. So, jetzt cheatet er denn kurz, weil ne, wir sind ja hier bei den Highlights 2021 und mein BG Stats sagt mir, ich habe am 26.12.2020 dieses Spiel zum ersten Mal gespielt. Ich hoffe, man verzeiht mir, dass ich diese 6 Tage gecheatet habe. Denn das zählt für mich dann doch noch zu 2021 rein. Ja, man muss einfach sagen, der Dan hat den Sekt einfach 3 Tage vorher aufgemacht. Ich habe die verlorenen Ruinen von Anak. Eigentlich hat er durchgespielt. Mehrfach. Oder so. Oft gespielt. Und ich mag dieses Spiel. Also, es steht kein Indiana Jones drauf, ja, ich weiß, aber es ist für mich Indiana Jones das Spiel, wie von so vielen schon erwähnt. Es bringt dieses Abenteurer-Setting einfach so geil rüber. Das Material ist unfassbar schön. Diese Spielmechanik, die, also es erfindet nichts neu, ne? Kein Rad wird da irgendwie neu erfunden. Aber dieses Ineinandergreifen der verzahnten Mechaniken, Deckbaumechanismus, Worker Placement, Entdeckungen auf der Karte und so weiter, freispielen, auf dieser Tempelleiste hochgehen etc. Das ist einfach so schön gestaltet und so schön ineinander verzahnt. Es macht mir unfassbar Freude, das Spiel. Jetzt weiß ich schon, kommt vom Yogi, das große Aber, nehme ich diese Tempelleiste. Ach nee, die so ein bisschen dazu neigt, ein Broken-Mechanismus zu sein. Wobei ich sagen muss, ich sehe es gar nicht so schlimm, wenn man weiß, dass man sich darauf einlassen muss, wenn es wirklich jemanden gibt, der explizit auf diese Tempelleiste spielt, darf man das einfach selber nicht vernachlässigen. Ne, das ist halt, ja, in dem Grundspiel ein bisschen schade. Die Erweiterung, das wird wahrscheinlich mein Highlight dann 2022 sein. Sehr gut. Weil ich habe sie noch nicht gespielt, aber es wird jetzt in Kürze folgen. Ich muss dir aber sagen, keine Sorge, ich habe das Spiel auch. Ich habe auch die Erweiterung. Also so schlimm kann es einfach nicht gewesen sein. Ja. Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt hier Dune Imperium und die Ruinen von Anak, die ja so gerne verglichen werden, hier beide mal auf dem im gleichen Video am Tisch haben. Und ganz ehrlich, ich will die gar nicht vergleichen, das sind einfach beides gute Spiele. Ich weiß ja gar nicht, was das soll. Man kann beides mögen, wie man hier sieht, und beides auch spielen. Mega, cooler Pick. Und diese Bordpräsenz von Anak ist auch sensationell, finde ich auch. Also ist geil. Dann darf der Yogi wieder. Oh, ich darf. So, das Schöne ist, jetzt kann ich zu einem meiner Lieblingsspiele kommen. Aber eigentlich komme ich nur zu einer Erweiterung. Nur ist gut. Die ist schon auch ein ordentlicher Brocken. Und zwar für Spirit Island, zerklüftete Erde. Und das ist einfach die Gelegenheit, nochmal, ich sehe schon wieder den Deckel ist falsch drauf. Ja, ja. Der Running Gag in den Dice Brothers. Wow, furchtbar. Ich weiß auch jetzt mega. So. Werbepause. Ich hoffe, jetzt habe ich es richtig gemacht. Das nächste Special wird übrigens, Yogi macht alle Deckel in seinem Spieleregal live für euch richtig. Nee, wir machen das so als Outtakes. Sieht mal, welche Deckel drin. Ja, egal, lassen wir das. Also, nochmal, zerklüfte Erde, Spirit Island, einfach 10 neue Geister für Spirit Island. Spirit Island, für mich eins der besten Spiele, also eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall und auch eins der besten kooperativen Spiele, die ich überhaupt kenne. Ne, wir sind Naturgeister und versuchen halt die eindringenden Menschen, diese Conquistadores hier von unserer Insel wieder zu vertreiben. Und das Schöne ist, jeder Geist hier spielt sich komplett anders, startet mit komplett anderen Fähigkeiten und die nähern sich auch nicht an im Spiel, die Geister oder so. Also die bleiben auch wirklich völlig unterschiedlich und dadurch, dass jeder andere Dinge kann in diesem Spiel, muss man sich halt auch ordentlich absprechen. Ja, ich weiß, die Gefahr ist, man kann sich tot diskutieren in diesem Spiel. Manchmal muss man auch einfach mit Bauchgefühl rangehen, aber ich muss wirklich sagen, es ist bockschwer, das zu schaffen, diese Menschen von dieser Insel zu vertreiben, ohne selber, dass die Insel verödet ist. Aber man kann mich, das ist so ein Spiel, da kann man mich morgens um 3 wecken, Spirit Island jetzt, yo, da bin ich dabei. Einfach, und ich habe mich wirklich mehr gefreut, als endlich Zerklüfte Erde auf Deutsch kam, mit 10 weiteren, da sind noch ein paar neue Szenarien drin, aber das ist immer vernachlässigbar. Ich finde tatsächlich hier wichtig, einfach noch mehr Auswahl zu haben und
neue Erfahrungen mit dem Spiel zu machen. Einfach mega geil. Ja, ich habe die zerklüftete Erde leider noch gar nicht auf den Tisch gekriegt. Auch wenn ich es zu Hause stehen habe. Aber das ist ja so, eine Zeit ist rar und man kann nicht alles gleichzeitig auf den Tisch bringen. Muss auf jeden Fall demnächst folgen, denn Spirit Island, da gebe ich dem Yogi völlig recht, unfassbar gutes Spiel. Super Pick. Ne? Also Spirit Island ist einfach toll. Leider im Moment einfach nicht toll zu bekommen. Tatsächlich. Ich habe mal geguckt, im Moment ist nicht zu bekommen. Nee. Also das Grundspiel nicht? Oder nee, auch das Zerklüftete Erde. Das Grundspiel, zum Beispiel, wenn man bei Pegasus guckt, die haben es im Moment nicht da. Krass. Tatsächlich nicht zu bekommen. Ja, gut, das wird das Thema sein, was wir schon häufiger mal diskutiert haben. Es ist im Moment einfach schwer mit Ressourcen und Containern und allem. Na, also wir haben es bei der Messe erlebt, wir erleben es quasi seit einem guten Jahr in allen Bereichen, dass die Spiele halt irgendwo hängen. Ja, in der Produktion, auf dem Seeweg, was auch immer. Aber wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und wirklich eine kooperative Herausforderung à la Robinson Crusoe sucht, weil Robinson Crusoe ist ja auch jetzt nicht so das einfachste kooperative Spiel, Spirit Island, mega Empfehlung, und Zerklüftete Erde, auch nicht ganz preiswert die Erweiterung, aber sehr, sehr lohnenswert. Viele neue Varianten drin. Übrigens ein mega Solo-Titel auch, Spirit Island. Also wenn ihr Solo spielt, super geil. Ja. Also, mega gut. Das war mein zweiter Titel. Hast du noch nicht gezockt? Nein. Du hast Spirit Island nicht gezockt. Da steht wohl der nächste Spielabend ins Haus. Na gut. Wie heißt es hier beim Siegpunkt immer der weiße Fleck? Weißer Fleck. Ja, Grüße gehen raus an Teddy. Da gibt es ja auch noch die Einladung. Ne? Dann können wir einfach mal zu Fear Spirit Island spielen. Das ist zwar ein Brecher dann. Hätte ich nicht gezockt. Nee, der hat es auf dem Pile of Shame. Ja, also, es gab von uns die Einladung, dass wir zusammen zocken. Olli, ja, wenn du siehst, bist eingeladen, wir drei und du, wir hauen die Konquistadores von der Insel raus. Du bist nicht alleine, du bist nicht alleine da draußen. Ja. Aber zu viert wird auch direkt knüppelhart, aber alles gut. Ja, aber das mögen wir doch. Ja. So, Micha. Ich bin schon wieder dran. Das ist das Highlight. Was habe ich denn damit hier? Mein Highlight des Jahres ist dieses Spiel. Ein Schaukasten. Ja, richtig, ein Schaukasten. Man könnte jetzt sagen, das ist ja gar kein Spiel, aber wenn wir mal da genau reingucken. Nicht zu dann, genau. Warum eigentlich nicht? Da ist nicht wirklich was Spoilermäßiges drin. Also so ein paar Fähigkeiten, aber das tut nicht weh. Wenn man mal so richtig hinguckt, also du weißt anhand des Schaukastens nicht, was im Spiel passiert. Es war mal ein Pandemie... Season 0. Richtig. Zumindest Teile davon. Und für die Spieler in der Gruppe, die das hier gespielt haben, die haben alle diesen schönen Schaukasten gekriegt, nicht genau den. Aber irgendwie, was muss man ja mit dem Material machen? Andere hängen sich den Spielplan an die Wand. Das ist halt blöd, wenn man nicht aus einem Haushalt kommt. Also habe ich das Material zusammengesucht und so ein bisschen gebastelt, was man da so finden kann, und das dann in einen schönen Schaukasten gemacht. Das habe ich übrigens für Season 2, die wir vorher gespielt haben, auch gemacht. Und voll geil. Die Spieleabende hier, die wir mit der Pandemie Season 0 verbracht haben, ja, die haben gezeigt, was Freundschaften wert sind. Es hätte hier auch passieren können, dass der ein oder andere beleidigt die Wohnung verlässt und nie wiederkommt, weil wir haben schon hitzig über die Entscheidungen diskutiert. Da war man auch mal unzufrieden damit, wenn die eigene Meinung nicht dann durchgekommen ist und man dann hinterher am Tisch sitzt und sich denkt so, ich habe euch vor einer halben Stunde gesagt, das war scheiße. Aber das hatte man dann recht, aber dafür konnte man sich nichts mehr kaufen. Aber das Wichtigste ist halt, wir haben das durchgezockt, wir haben mit der Story mitgefiebert, wir haben Karten gezählt, um durch die Missionen zu kommen, und ja, und haben es dann gefeiert, als am Ende tatsächlich die Mission erfolgreich abgeschlossen wurde und ja, wir hier gesessen haben und boah, geht das noch, und jetzt müssten wir das und das machen, und Pandemie Legacy eigentlich, ne? Eigentlich, ja, jede Mission, es war immer dieser Moment so, wenn das passiert, haben wir verkackt, wenn das passiert, haben wir gewonnen. Und meistens ist irgendwo was dazwischen passiert. Zwei, dreimal sind wir so richtig hops genommen worden vom Spiel. Aber ja, wir waren schon eine gute Truppe, die sich da auf jeden Fall viel diskutiert hat, aber am Ende einen Weg gefunden hat. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und da ist echt, für mich ist es das stärkste der drei Legacy-Spiele gewesen. Andere haben da andere Meinungen, aber... Und die gute Zeit macht es halt zu meinem Top-Pick für 2021. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen neidisch, sowohl auf den Schaukasten als auch
darauf, möchtest du ihn dir nochmal angucken? Darauf, dass ihr das alles schon durch hat, weil bei uns ist es tatsächlich so, also Season 1 haben wir durchgesuchtet, in Season 2 stecken wir quasi gerade fest, weil die Spielgruppe, mit der wir es spielen, halt in der Hochphase der Pandemie dann erstmal nicht mehr zusammengekommen ist und eine unserer Mitspielerinnen jetzt leider langfristig gesundheitlich nicht so gut drauf ist. Deswegen, ja, schöne Grüße, wenn du das siehst und gute Besserung. Aber wir werden wieder dazu kommen, da weiterzuspielen und Season 0 liegt da auch schon bereit, wenn wir dann Season 2 durch haben. Ja, und vielleicht nehme ich mir ein Beispiel daran, bei Season 1 haben wir es jetzt nicht gemacht, aber vielleicht machen wir dann aus Season 2 und Season 0 auch so einen schönen Schaukasten. Bei Season 1 habe ich es tatsächlich auch nicht gemacht und dann kam ja der Geistesblitz für die Season 2. Und ja, das wird aber dann für euch auch ganz schön hart nach so langer Zeit wieder in die Story einsteigen. Wir sind zum Glück nicht so weit gewesen. Wir waren, glaube ich, im März oder April, also das geht noch. Also ich war in der Gruppe und ich habe, ich muss auch sagen, vielen Dank, aber da, ich habe auch so einen Schaukasten bekommen, mega geil, auch von Season 2, da waren wir auch in der gleichen Gruppe, also wir haben das wirklich durchgesuchtet, es ist so geil, vor allen Dingen hier bei dem dritten Teil, da werden dir auch Fragen gestellt, möchtest du das so oder möchtest du das so machen? Und dann war die Diskussion noch nicht mal, was machen wir jetzt im Spiel, sondern was kreuzen wir jetzt da an und was wird die Konsequenz sein? Also da haben wir schon, alleine darüber mussten wir diskutieren, da waren wir schon nicht immer einer Meinung. Mein also, Charakter würde das ja so machen, aber in der Realwelt würde ich das so machen. Was nehmen wir denn jetzt als Basis? Also ich muss ja sagen, das war jetzt schon echt geil. Ich muss ja sagen, ich kenne ja jetzt euch alle drei, die ihr da mitgezockt habt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese drei durchaus sehr meinungsstarken Charaktere da sitzen und sich quasi über den Tisch hinweg fast Gift und Galle entgegenspucken. Nee, so nicht. Nee, das war schon nicht immer sachlich. Das war schon immer sachlich. Das sind noch keine bösen Worte oder so gefallen. Beleidigt war ich trotzdem. Es war tatsächlich so, dass tatsächlich, wenn du in der falschen Gruppe zusammengetroffen wärst, ja, dass irgendjemand gegangen wäre, weil jetzt der Punkt ist, wo man einfach nicht mehr weiter diskutieren will. Ja, und mal war es also diese Pose. Mal war es der Ranger, mal war es der Jörg, mal war es der ich, war schon ab und zu mal dabei. Einfach nur auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, boah, wir können jetzt noch eine halbe Stunde reden und wir machen das jetzt einfach. Ja, es ist. Aber es war einfach geil. Also und wir haben beide Spiele, so Season 2, aber jetzt sind wir bei Season 0, wir haben sie gewonnen, wir haben es geschafft. Und wir haben es auch bis zum Ende geschafft. Das ist nicht deswegen passiert, weil wir Spiel vernichtet haben zwischendurch, weil wir keinen Bock mehr hatten, sondern wir haben das wirklich durchgespielt. Habt ihr mal resümiert, wie viele Partien ihr gespielt habt? Ja, wir haben, weiß ich jetzt nicht genau, wir haben ab und zu auch mal verloren. Also hier haben wir, glaube ich, 2 Monate wirklich verloren. Ich habe YouTuber gehört, also die haben gesagt, die haben Season 0 ohne eine Niederlage richtig verloren haben wir hier gar keinen Monat. Okay. Aber wir haben tatsächlich geschafft, zweite Versuche zu brauchen. Und da, wie der Jörg gerade sagte, gab es ganz oft oder viele Meinungen, die gesagt haben, man kann hier keine Monate verlieren. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und ich halte uns nicht für Leute, die unüberlegte Dinge tun in diesem Spiel. Und das, also ohne einen Monat je verloren zu haben, da durchzukommen, das halte ich für, also mag sein, dass es Leute gibt, aber das halte ich schon, dann hat man entweder sehr viel Glück beim Ziehen gehabt oder vielleicht die Regeln nicht ganz richtig. Nee, also mal zu verlieren, auf jeden Fall. Habt ihr passiert. Denn in einer der Seasons mal einen Monat wirklich komplett verloren? Also doppelt verloren? Weiß ich gar nicht. Ja, könnte in sein. Season 2 ist das passiert. Ist das einmal passiert. Da ist das passiert. Aber das ist uns bis jetzt tatsächlich auch noch nicht passiert. Na, also klar, das mal verloren, aber du hast bei dem Spiel halt auch einfach mal so ins Klo gegriffen teilweise. Das passiert. Bei dem, was wir bis jetzt gespielt haben, dass du einfach nach den ersten 3-4 Zügen schon merkst, vergiss es. Die haben wir gehabt. Da habe ich nach 3 Zügen gesagt, eigentlich können wir das jetzt hier hinschmeißen. Ja. Das geht nicht mehr. Aber die beiden wollten... Aber das ist halt auch der Grund. Weitergespielt. Und dann gemerkt, ja, wir hatten schon die richtige Riecher. Das kannst du sehen. Das habe ich auch gelernt, dass man das einfach dann lassen kann. Die Zeit ist einfach zu schade. Du kannst es halt versuchen, aber du musst... Ja, aber wenn du schon direkt irgendwie... Ist. Ja. Also ich muss sagen, ohne einen Monat zu verlieren, das ist natürlich ein bisschen glücksabhängig dann auch, ein bisschen schon, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich auch mitgenommen habe, ist, Karten zählen ist Gold wert. Ja. Also tatsächlich zu wissen... Nach dem ersten Ausbruch, egal in welchem Pandemie, was ist im Stapel? Ja, also wirklich zu wissen, was habe ich, wo habe ich Würfel nachgelegt, ja, was ist wieder drin, das zu wissen ist einfach so mächtig, weil du halt für x Karten halt weißt, was kommt. Ja. Und
planen kannst. Also du nimmst halt einen totalen Risikofaktor raus, aber ich glaube, genug über das Spiel. Wir reden sonst hier noch eine Stunde über Pandemie. Ja, aber es war geil. Also nein, das ist auch wert. Ja, das ist auch wert. Das ist auch wert. Wir haben aber noch zwei Spiele auf vor. Ja, na klar, aber trotzdem, also das war schon, ein richtig geiles Spiel. Richtig geiles Spiel, also wenn es das wieder zulässt, wenn ihr es schafft, eine regelmäßige Runde zu haben, ist das einfach mega geil. Und wenn ihr auch so einen Schaukasten haben wollt, ich brauche euer Spielmaterial und dann verdient er sich ein paar Marken, ein paar Euro. Reden wir mal über Preis, dann bastel ich für euch. Ist klar. In der Abendgestaltung. Pass mal auf, das Spiel haben nicht so wenig Leute gespielt. Ich wäre da vorsichtig mit so einer Aussage. Ja, aber gesagt, das ist nicht umsonst. Ja, das ja ist trotzdem wäre ich da. Das sieht schon geil aus. Also ja. Nächste Woche hat der Micha erstmal LKW ladungsweise Spielmaterial für also, die Tür stehen. Die das Kommentarfunktion ist, die Adresse ist offen einsehbar an Webseite. michael@blockspiele.de. Bitte nicht hier kommentieren die Bestellungen. Also ihr dürft gerne aber kommentieren, aber nicht bitte nicht die Bestellung kommentieren. Ob Interesse an sowas bestehen würde. Schreibt das mal in die Kommentare. Natürlich. Vielleicht tut sich hier gerade ein Geschäftszweig auf. Nee, ist klar. So, komm, jetzt nicht spielen. Jetzt sind wir doch fertig mit Pandemie. Highlight weiter. Boah. Und da kommt und zwar der Dan Bitoku als Top-Highlight. Nicht als ganz Top-Highlight, aber als sein persönliches Top-Highlight. Außer das, was vielleicht noch kommt. Vielleicht doch. Also, der offizielle Top 1 von den Top 3, die der Dan vorstellt. Bitoku. Bitoku. Ja, einfach, wir haben es ja schon im Video präsentiert, diese Tischpräsenz, die Aufmachung, die ganze Spielmechanik, die vielen Varianten, wie ich an Siegpunkte komme, das belohnende Siegpunktsystem am Ende, das wirklich jeden auf der Siegpunktleiste so fortschreiten lässt, dass sich keiner abgehängt fühlt. Der Variantenreichtum, super geil. Und was natürlich auch mit Sicherheit dazu geführt hat, dass es bei mir Top 1 ist, ist, dass ich die Regeln einfach nicht lesen musste, weil der Yogi hat sie gelesen. Er hat sie gelesen. Einmal. Zweimal. Du hast so gut erklärt, dass der Dan gewonnen hat. Dreimal, ja, das auch, war ganz toll. Und ich habe mir das Video vom Brettspiel Dude, schöne Grüße, auch noch angeguckt. Der hat es uns gut erklärt. Kann ich nur empfehlen, das Video. Ja, also wie gesagt, ne, rundum gelungener Eurobrecher, für mich mit Abstand das beste Eurogame, was ich dieses Jahr auf dem Tisch hatte. Ja, mega Teil. Wie erschlagen warst du wirklich nach der Regelerklärung? Ich bin an dem Abend, wo die das hier gespielt haben, erst später gekommen, weil ich weiß gar nicht, was vorher war oder war schon. Also die Regel, klar, dass ich nicht mitspiele, dass ich zeitlich die Regelerklärung an sich war auch schon krass, ja, weil man trotzdem auch bei der Erklärung mit diesen ganzen Begriffen ein bisschen erschlagen wurde, also mit den verschiedenen japanischen Namen. Was aber noch viel krasser war, war, nachdem wir diese Partie durchgespielt haben, die Erstpartie, also ich hätte mir, wir hatten vorher noch Pläne, ich weiß gar nicht, was wir danach spielen wollten, aber nee, haben wir nicht gemacht. Es war ein relativ seichter Euro, den wir eigentlich danach noch auf dem Plan hatten und wir drei, die wir das hier gezockt haben, saßen ja, Micha kam und meinte so, ne. Und jetzt Cooper Island war der Plan. Genau, das war dein Vorschlag, wo wir schon gesagt haben, also Micha schrieb zwischendurch so, hey, ich komme jetzt gleich, ich bring Cooper Island mit, oder? Und also, nee. Aber man muss also trotz allem, ne, also die Erklärung, ja klar, man wird erstmal ein bisschen überfrachtet, aber das Spiel ist natürlich schon, die Regelerklärung ist deshalb so ein bisschen schwierig, weil das Spiel so verzahnt ist. Weil die eine Sache die andere bedingt und das dann zu erklären, das dauert einen Moment, bis man, und dieser Plan ist natürlich auch so bunt und schon zu bunt an manchen Stellen, kann man fast sagen, dass man da auch erstmal einen Überblick gewinnen muss. Und das dauert halt ein bisschen. Aber man muss auch sagen, wenn man dann, wie bei jedem guten Euro, wenn man einmal drin ist, dann läuft das. Aber mental war ich schon ordentlich platt danach. Ja, aber es hat es gelohnt. Es war wirklich ein cooles Erlebnis. Das muss ich wirklich auch sagen. Ich bin ja normalerweise nicht so der Euro-Spiel-Fan. Aber das muss ich sagen, obwohl es ein richtiger Brecher ist, habe ich schon, also richtig geil. Hat es mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Fand ich geil. Ist doch gut. Ja, war geil. Du hast noch gar nicht gezockt, ne? Oder? Nö, war ja auf der Messe und jetzt waren danach dann andere Sachen auf dem Tisch. Und in dem müssen Abend, wir nochmal spielen. Auf jeden Fall zusammen nochmal spielen. Wenn ihr spielen wolltet, hat es halt bei mir zeitlich nicht gepackt. Das war ja vorher. Aber muss man sich auch Zeit für nehmen, ne?
Aber was ich gesehen habe, auch auf der Messe kurz und dann hier auf dem Tisch und so, das war schon optisch auf jeden Fall so, dass ich es gerne spielen würde. Also optisch ist mega leckerbissen. Ich stehe ja auf so Eurobrecher, das ist einfach so. Das ist, da fehlt mir oft die Spielgruppe für, aber wenn ich sie dann habe, ich mag das, wenn man so... Was da halt immer mit reinspielt, ist der Zeitfaktor, ne? Weil spielst du halt auch mal dann locker 3 Stunden ja, klar. mindestens. Ne? Da spielst du halt auch nichts mehr anderes. Zumindest nichts mehr nichts Großes hinterher, da würfelt man vielleicht nochmal. Ja, dafür verabredet sie dich quasi auch schon. Nein, das ist richtig. Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Du wusstest, hier wird Bitoko gespielt. Wir haben nur, also wir haben ja Cooper Island tatsächlich auch als weißen Fleck in unserer Weste. Und wie der Micha OVP spielt. Wie der Micha das schrieb, haben wir natürlich mal ganz kurz auf BGG geguckt. Wo es irgendwie einen Weight von 4,16 oder so hat. Mehr als Bitoku zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie Bitoku mittlerweile geratet ist vom Weight her. Aber, also nein. Also ich kann nur sagen, scheißegal, Cooper Island muss irgendwann auf dem Tisch. Der Michael wird uns das irgendwann demnächst erklären. Dann spielen wir aber eigentlich Cooper Island. Dann kann ich es auch mal auspacken. Das spielen wir mal eins. Dann spielen wir mit Michael erstmal Cooper Island und danach Bitoku. Und dann genau. Ja, auf jeden Fall Bitoku, Megapick. Geile Sache. Du lachst. Du machst ja wie hier so die Schachmeister, die 15 Partien gleichzeitig zocken. Hast du den zweiten Tisch? Ja, ist klar. Hast du einen Tisch Bitoku, einen Tisch Cooper Island. Daneben immer hin und her laufen, Zeit wegdrücken. Läuft. Ja. Jogi, du hast noch einen Pick. Ich hab noch einen Pick. Ja, jetzt kommt noch was, was gar nicht, vielleicht gar nicht so unendlich bekannt ist, aber was mich wirklich geflasht hat, war The Night Cage. Tatsächlich weiß ich gar nicht. Ich sehe schon wieder den Blick, ich kriege zu viel. Na egal, lassen wir das jetzt. Und das Krasse ist, ich habe es über tatsächlich jetzt auch mal einen Kickstarter-Titel, das habe ich über Kickstarter gebackt. Das war auch kein teures Spiel. Das hat mich irgendwie so angelacht und ich habe gedacht, das probierst du. So, und dann habe ich das, dann kam das auch relativ pünktlich, was für ein Kickstarter ja auch selten ist. Ungewöhnlich ist, ja. Und dieses Spiel ist ein kooperatives Spiel. Man ist ein Gefangener, man wacht in einem Verlies auf mit nichts anderem als einer Kerze in der Hand. Und jeder Mitspieler hat halt eine Figur in diesem Dungeon quasi und wir müssen es schaffen, dass jeder am Ende einen Schlüssel hat und dann müssen alle zu einem Tor und wenn alle einen Schlüssel haben und auf sich im Tor versammelt haben, dann hat man das Spiel gewonnen. Das geht aber leider auf Zeit. Und es gibt natürlich auch noch blöde Monster in diesem Dungeon. Und ich zeige euch mal so 2, 3 Sachen vom Spielmaterial. Es ist auch sehr puristisch. Ja? Also diese... Okay, jetzt mit dem Zeigen ist natürlich jetzt alles ein bisschen eingepackt, wie gut vorbereitet ich hier bin. Aber diese Gangplättchen sind halt tatsächlich... Kann man das hier sehen? Ich guck mal. Das ist so ein Monster. Das sind Gänge. Ja, das sind also sehr klein... nur alles schwarz-weiß gehalten und dadurch, dass man nur eine Kerze in der Hand hat, sieht man halt immer nur das Gangteil, in dem man sich befindet und die angrenzenden. Bewegt man sich weiter, nimmt man alles, was aus dem Kerzenschein rausgeht, weg vom Plan und dann verschwindet das. Ja, da verschwinden zum Beispiel auch richtige Räume. Um das darzustellen, sind sogar hier so Kerzen drin, die man vor sich stellen kann, kann man hier an- und ausmachen. Und das hat sogar einen Spieleffekt, denn wenn man von so einem Monster erwischt wird, geht einem die Kerze aus. Und dann macht man auch seine Kerze aus, dann sieht man nämlich nichts mehr, nur noch das Teil, auf dem man sich befindet. Aber ich darf mein Zimmerlicht noch anhaben. Ja, das sollte man, also kann man gar nicht mehr erkennen, aber so grundsätzlich. Ne, obwohl es ein witziger Spezialeffekt wäre. Und es gibt halt hier so eine, das sieht auch aus wie so eine Kerze. Hier werden so diese Teils aus diesem Dungeon, woraus der gelegt wird, reingelegt. Und wenn dieser Stapel durch ist... Ist die Kerze abgebrannt? Ist die Kerze abgebrannt, genau. Und dann wird das Spielende getriggert, dann wird nur noch Dungeon abgebaut. Und wenn man es dann nicht geschafft hat, auf dem Tor zu sein, ja, dann hat man verloren. Ja, und es müssen halt wirklich alle rauskommen. Es reicht nicht, wenn da 2 oder 3 Leute rauskommen, sondern es müssen alle rauskommen. Und es ist halt super stimmig. Es gab sogar bei dem Kickstarter sogar eine Sounddatei. Da kann man kann man die am Handy, kann man sogar den Sound dazu anmachen zu The Night Cage. Dann hat man auch so ganz so komisch düstere Geräusche tatsächlich im Hintergrund, um dann noch ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. Also,
Jetzt habe ich tatsächlich den Deckel. Ich lasse ihn jetzt so drauf. Ich lasse ihn nicht so drauf. Das ist so gut. Nein, das geht nicht. Also ich habe ja tatsächlich nur eure Instagram-Fotos gesehen. Ja, ich auch. Und da sah es schon cool aus. Ne? Also, das hat mich schon auch... Ich zeige mal die Rückseite und dann sieht man mal vielleicht so den Spielplan. Das ist auch gar nicht so unendlich viel Material. Das braucht es auch nicht. Und das ist eigentlich ja untypisch für mich, weil ich ja auch gerne diese opulenten Sachen habe. Aber das hier ist sehr puristisch, muss man wirklich sagen. Ja, puristisch ist ja nicht abstrakt. Das ist ja eher eine Schwäche. Und ja, genau. Es ist wirklich stimmungsvoll. Ne? Kann man bis zu 5 Spieler spielen. Haben wir jetzt bisher, das habe ich nur zu dritt gespielt. Das war schon knackig, muss ich sagen, da rauszukommen. Ich habe eben gesehen, dass die Schachtelform, ja, dass das hinten drin draufsteht, du kannst es über eine App lernen. Habt ihr das gemacht oder habt ihr die Regel gelesen? Ach schade, das wäre jetzt interessant zu wissen, weil Cosmos kriegt das ja eigentlich immer ganz gut hin in ihrer App. Mhm. Spiele zu erklären, wäre mal spannend zu wissen, ob das der Verlag jetzt hier... Mhm. Ist der Verlag auch Deist? Oder? Nee, die heißen anders. Das ist hier Smirk and Dagger. Deist Tutorial ist halt nur die App. Okay, wäre mal spannend, ob die das auch so gut hinkriegen, dass man wirklich losspielen kann. Wie gesagt. Weil Deist ist normalerweise, glaube ich, eine bezahlte App, oder? Hier steht. Nicht alles täuscht. Ich denke ja, weil es steht was drauf wie Redeem Code inside the box. Ja. Das heißt. Okay, kann sein, ja. Also, wie gesagt, ich habe es auch einfach mit dem Regelwerk gemacht. Es ist bisher nur auf Englisch erschienen. Wie gesagt, es ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie mal in Handel kommt. Wenn es irgendwo mal seht, wenn es irgendwie auf dem Sekundärmarkt einer anbietet, das gibt es im Verhältnis für einen schmalen Taler. Das ist nicht so teuer gewesen. Und. Wenn ihr auf sowas steht, ist auch kooperativ, habe ich ja schon gesagt. Schaut es euch mal an. Solo-Modus gespielt? Nee, bisher bin ich allein gespielt. Aber das ist wahrscheinlich, also stelle ich mir auch nicht schlecht vor, muss ich sagen. Nee, wäre halt spannend, ob es da irgendwie eine Anpassung gibt im Schwierigkeitsgrad für dich als Solospieler. Also es gibt tatsächlich eine Schwierigkeitsanpassung für alle auch. Also es gibt im Grundspiel halt diese Eater als Monster, aber man kann auch andere Monster reinnehmen. Das kann man sich sogar schwerer machen. Okay. Das brauchte es bisher nicht, das war schon ganz ordentlich. Also wie gesagt, wenn ihr es auf dem Sekundärmarkt seht, greift dazu. Sehr stimmungsvolles Ding. Ist so ein kleiner Geheimtipp vielleicht auch. Mich hast du jetzt gekriegt, dass ich spielen will. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall mal... Nicht ganz Mainstream, aber schaut rein. Wenn es auf jeden Fall super cooler Pick, weil ich glaube, das hat keiner von uns irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ganz viele da draußen wahrscheinlich auch nicht. Und ich finde es auch immer spannend, wenn man mir mal Spiele in die Kamera hält, von denen ich noch nie gehört habe und dann irgendwie so, oh, was ist das denn? Ja, ne? Ja. Wenn ihr ein Spiel bei war, wo ihr sagt, boah, dafür müssen wir mehr erfahren, das wollen wir nochmal genauer sehen, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Ja, vielleicht jetzt nicht Pandemie. Ja gut, Pandemie wäre jetzt schlecht, aber wenn da was bei ist, schreibt uns das, dann stellen wir das euch gerne auch nochmal vor. Das ist ein leichtes für uns, würde ich sagen. So, wer von euch jetzt mitgezählt hat, der hat gemerkt, das waren 3x3. 9. Ihr habt doch irgendwas von 10 erzählt. Ja, aber gesagt, Top 10, ne? Top 10, ja. Wir haben uns den letzten Platz drauf geteilt. Wer darf den letzten Platz denn jetzt hier... Wir wollten das jetzt auswürfeln, damit Yogi schon mal raus ist. Ja, ich stelle einfach nicht vor, aber wir haben uns... Dann macht das, wieder die Magic-Nummer und blendet da was ein. Also ich sag's mal so, ich spoiler mal. Wir haben uns auf ein gemeinsames Highlight des Jahres 2021 geeinigt. Konkretisieren wir mal, es ist kein Spiel. Nein, es ist nicht kein Spiel. Ich muss das gleich nochmal machen mit dem Einblenden. Der Yogi hat nicht reagiert. Hast du recht. Entschuldige. Aber es hat mit Spiel zu tun. Es ist, nicht, ist es kein Spiel, es ist... Ja. Es ist ein Die Spiel. Die ein Spiel. Spiel. Ja. Es ist einfach die Spiel. Wir waren alle einfach unendlich froh, mal wieder auf... Mal wieder, also es war zwar nur ein Jahr nicht, aber die Spielemesse in Präsenz zurückzuhaben. Ja, ja, ja. Es wir haben es ja in unserem Loot-Video auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht, was wir für eine Freude an dem Tag, wir waren nur einen Tag da halt, hatten. Aber es war halt nur dieses eine Jahr, wo keine Messe war. Aber es hat sich angefühlt, als wenn 10 Jahre keine Messe war. Ja, ohne Scheiß. Keine Ahnung warum. Aber ganz furchtbar. Man merkt halt als Vielspieler und also, was fehlt. Das mega Witzige war, wir haben halt im Vorfeld auch drüber diskutiert, ne, weil da ja auch wieder eine Phase war, wo die Zahlen langsam wieder hochgingen und so weiter. Und ne, wie sieht das aus? Wird das nicht mega voll? Und so weiter und so fort. Und haben gesagt, komm, ne, wir gehen einfach mal den Donnerstag dahin und gucken uns das Ganze an.
Und wir waren Donnerstag da und es war so geil. Und am Ende war ich sogar ein bisschen traurig, dass ich nicht nur am zweiten Tag da war. Ja, ein so geiles Gefühl, wieder auf der Spiel zu sein. Und ja, klar, ne, alles, was da mit reinspielte, dass die Verlage halt auch noch ein bisschen zögerlich waren, dass halt viele Spiele super schnell ausverkauft waren, weil die auch das Problem hatten mit Produktion und Lieferung und so weiter. Aber das ganze Flair, das ganze Erlebnis, es waren alle super diszipliniert. Es gab keinen, der irgendwie sich deppert verhalten hat mit den Masken, der da irgendwie Terz gemacht hätte. Es war einfach nur rundum gelungen und super, super geil. Und ich kann sagen, ich habe trotzdem genauso viel Geld ausgegeben wie sonst auch. Es waren ja auch genug Spiele da. Es ist ja nicht so genau, gewesen. Das muss man jetzt auch einfach mal wirklich sagen. Es wird immer gesagt, ja, das war nicht da, das war nicht da, das war nicht da. Ja, ja, wir reden hier von den großen Hype-Titeln. Ja. Vielleicht waren auch manche Titel einfach nur in kleinerer Auflage dann da und noch schneller ausverkauft als in den letzten Jahren. Aber wenn man die Augen offen gehalten hat und auch mal ein bisschen links und rechts geguckt hat, ne? Ja, ist ja nur ein Beispiel. Also gab ja sicherlich noch andere Sachen, wenn man da so ein bisschen links und rechts guckt und halt wirklich nicht nur irgendwie. Ich habe eine Liste und von den drei Spielen, die ich haben will, sind zwei nicht da und dann enttäuscht ist, ja, dann habe ich einen schlechten Tag. Wenn ich mir dann aber sage, ja, okay, jetzt ist nur ein Spiel da, was ich unbedingt haben wollte, aber hier gibt es noch paar hundert andere Spiele, da wird schon was geben. Könnte mich da pleite kaufen auf der Messe. Ja. Ne? Und ich muss sagen, klar, dadurch, dass die Donnerstag da waren, hatte ich Glück mit Bitoku, ich habe es bekommen. Ja, aber gut, lucky. Aber trotzdem, also ich habe auch am Ende, wenn ich so Loot-Videos von anderen Leuten gesehen habe, habe ich auch gesehen, was ich alles verpasst habe. Ja. Das ist ja auch krass, ne? Das ist ja, was man alles mitgenommen hat, dann denkt man ja, wow, du hast genau das bekommen, was du gut. Dann schaut der nächste ein Loot-Video und du denkst, ach, das hättest du auch mal angeguckt. Ja, wo war das denn? Also das ist wirklich spannend, was man auch trotzdem nicht gesehen hat. Und das halt, obwohl die Messe doch kleiner deutlich war. Gefühlt kleiner ja, war. Ja, total geil. Das spricht halt dafür, dass es eigentlich viel zu viele Spiele für viel zu wenig Zeit gibt. So sieht es nämlich aus. Weil das ist halt, wie gesagt, unser gemeinsames Highlight. Kein Spiel in dem Sinne, sondern die Rückkehr der Events des Events, der Messe, dass man dort wieder hin kann. Ja. Dass man vor Ort auch andere Spieler trifft und mit wildfremden Leuten halt Spiele testet, halt nicht nur aus der klassischen Brettspiel-Community, sondern halt auch dieses typische, auch wenn das ein bisschen eingeschränkt war natürlich dieses Jahr, aber trotzdem. Dieses Gefühl, ja, dass egal von wo ich herkomme, wo ich zur Messe komme, dass ich ein Ziel habe, Spiele zu spielen. Ja. Egal wie alt, egal, das ist einfach super. Und außerdem trifft man Leute, lernt Leute kennen. Also das heißt, wenn ihr uns mal auf irgendeinem Event seht, sprecht uns ruhig an, wir quatschen gern. Ja. Ne? Also nächstes Mal übrigens, spiel doch in Duisburg. Wenn sie dürfen, sind wir gar nicht da. Also ich für meinen Teil bin auf jeden Fall da. Wenn sie stattfindet, sonst bin ich da nicht in Duisburg. Wann ist im April? Im März. März sogar schon. Also mein erstes Konzert für Februar ist übrigens schon abgesagt. Ja. Wir drücken einfach die Daumen, dass es weiterhin stattfindet, dass wir weiterhin auf Events dürfen. Ansonsten machen wir demnächst eine Dice Bros. Hausmesse, laden uns alle Verlage hier in deine kleine Bude ein. Oder wir machen so ein Dice Bros. Spieletreff. Oder so. Ja, dann mieten wir hier Jugendherberge irgendwo. Jugendherberge und dann machen wir den Dice Bros. Spieltreff, seid ihr eingeladen. Eingeladen? Ja, da hinzukommen. Und dann überlegen wir uns wieder. Dann seid ihr eingeladen zu bezahlen. Wieso bezahlen? Je nachdem, wenn wir uns den so kriegen, dann brauchen wir keiner was bezahlen. Dann müssen wir nur Lust und Laune zum Spielen haben. Ja. Ja, was? Aha, ist auch egal. Ist alles Spinnereien. Ich glaube, wir driften ab. Ja, also jetzt habt ihr 10 Highlights aus 2021 von uns gesehen. Wie gesagt, wenn ihr da unserer Meinung seid, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wenn ihr das völlig anders seht, schreibt es auch in den Kommentaren. Wenn ihr sagt, was waren eure Highlights? Oder haben wir was vergessen? Ja, vergessen bestimmt. Ja, also, sind nur 9 Spiele. Ja, genau, aber kann ja sein. Wenn ihr sagt, das hättet ihr aber erwähnen müssen oder so. Wir haben auch keine Honorable Mentions gemacht oder sowas. Wir haben uns einfach beschränkt auf die 10 Sachen. Und sagt uns mal, was ihr davon haltet. Und wenn ihr genau mehr Videos davon haben wollt oder vor allen Dingen auch ein Vorgestellt zu einem der Titel, sagt uns einfach Bescheid. Jo, die beiden machen das dann. Die setzen sich dann hin und
Der Michael Kischel mit der Peitsche hinter uns und sagte, ihr müsst jetzt wieder ran. Hier. Da hat einer geschrieben, der will unbedingt nochmal Anak haben, dann müssen wir ran. Nochmal vor allen Dingen. Ist doch egal. Was weiß ich. Am müssen wir ran. Wenn der eine, der nochmal Anak haben dann dürfen will, wir schreit, ran. Dann schicke ich ihm einen Link und sage, guck mal da. Ja, was weiß ich. Ich war nur ein Beispiel. Meinetwegen, ja. Außer ihr braucht unbedingt das Anak-Video, wo Dan und Yogi vor der Kamera sind. Ne? Siehst du, genau. Das ist nämlich noch ein anderes Video. Also von da aus könnte sein, dass man das möchte. Wir können ja, wir machen ja gerne mal zwischendurch so ein Update-Video. Vielleicht machen wir einfach dann, nachdem wir die Erweiterung ausgiebig getestet haben, mal ein Erweiterungs-Update. Ja, genau. Genau. Zum Beispiel. Wie ihr wollt. Das so. Ja. Mach die Klammer rum. Dann? So, jetzt machen wir einen Deckel drauf auf unsere Highlights. Es war ein tolles Jahr, 2021, spieltechnisch zumindest gesehen. Und hoffen wir, dass 2022 uns genauso viele coole Spiele bringt wie das letzte Jahr. Ja, Jörg feiert noch ein bisschen, dass er sein persönliches Ziel fürs Jahr geschafft hat. So sieht's aus. Ja. Und ja, und ihr könnt was dafür tun, dass noch viel mehr Ziele erreicht werden, indem ihr einfach den Daumen hoch macht unter dem Video. Und gerne ein Abo dalasst. Ja, sehr gerne. Und ja, würde uns sehr freuen. Würde uns helfen und uns auch weiter motivieren, im neuen Jahr noch mehr Videos für euch zu machen oder weiterhin so viele Videos zu machen und euch Spiele vorzustellen, die uns und euch interessieren. Ja, also haut rein. Dann war's das. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst. Tschüss.